Es sind Szenen wie im Bürgerkrieg. Steine fliegen auf mazedonische Grenzpolizisten. Die antworten mit Gummigeschossen, Tränengas und Blendgranaten. Menschen schreien und flüchten. Noch bevor die Situation in Idomeni eskaliert, waren mehr als 500 Migranten an die Grenze vorgedrungen. Einige versuchten, den Stacheldraht zu durchbrechen. Sie folgen einem Flugblatt, das die Flüchtlinge dazu aufrief, geschlossen nach Mazedonien zu marschieren. Der heutige Tag ist entscheidend für uns. Entweder versuchen wir weiterhin, diese Grenze zu durchbrechen und sterben dabei, oder wir sterben in Griechenland. Das hier ist der letzte Tag, unsere letzte Hoffnung. Mehrere Personen werden bei den Ausschreitungen verletzt. Die Rauchschwaden des Tränengases werden bis in die Zeltstadt geweht, in der über 11.000 Männer, Frauen und Kinder unter katastrophalen Bedingungen leben. Griechische Medien vermuten, dass Aktivisten hinter dem Aufruf per Flugblatt stecken. Die freiwilligen Helfer stehen in Griechenland zunehmend in der Kritik. Einige wollen die Grenzöffnung offenbar erzwingen und nutzen die Flüchtlinge als Kanonenfutter. Bereits Mitte März hatte ein ähnliches Flugblatt einen Sturm auf den Grenzzaun ausgelöst. Drei Menschen waren dabei gestorben.